Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Vier Chroniken. Na? Na? Ja, wir spielen jetzt dieses Spiel und ich muss ein Herzkristall klauen oder retten, was auch immer man davon jetzt halten möchte. Und wir wissen momentan nicht so wirklich, wie es weitergeht. Ich muss mal rekapitulieren. Wo war ich noch nicht? Ich habe hier alles abgegrast, hier ist nichts, was ich machen kann. Ich war in der Yeti-Höhle, dort kann ich auch mit nichts interagieren. Auf das Luftschiff kann ich leider auch nicht herauf, wobei ich gerne nochmal mit der guten Frau geredet hätte, die dieses Luftschiff symbolisiert, ob sie denn noch lebt. Wie ich gerade feststellen darf, ist mein asiatischer Tierfreund hier hinten gestorben. Sehr traurig, in der Kiste ist auch nichts mehr drin. Wir waren als einziges nicht in Munkos Raum. Ganz einfach rekapituliert, ganz einfach logisch zusammengefasst. So ist Arcus LP, so habt ihr ihn kennen und lieben gelernt. Nein, natürlich nicht. Ihr habt nicht wirklich einen logisch denkenden Arcus LP kennengelernt. Ihr habt einen chaotischen, durcheinanderredenden Arcus LP kennengelernt, der euch jetzt total verblüfft hat, weil er total logisch dieses Rätsel gelöst hat. Ich weiß nicht, ist er denn noch... Die dicke Kröte lässt es sich gut gehen, während alle anderen für sie schuften müssen. Das ist so unfair. Warum können nicht alle für mich schuften und ich lasse es mir gut gehen? Mimi. Hi, Munkus. Du willst ja gar nicht mehr mit mir schnacken. Dann kann ich mich ja hier umsehen. Das ist ja super. Eine Ausgabe der Blattzeitung. Sie ist bekannt für ihre reißerische Berichterstattung und ihr blutrotes Logo. Anspielung auf die Bildzeitung. Hat ja keiner gemerkt. Die Ausgabe ist schon 2 Wochen alt. Vermutlich ist das U-Boot schon so lange unterwegs. Ja, die Bildzeitung. Sie beutet auch die Menschen gerne aus. Sieht so ein bisschen auch aus wie die Bildzeitung. Ist dann auch irgendwo das Tittenmädchen von Seite 1 dabei? Mal sehen. Blutterror in Horrorheim. Experte Hauselfenpolizei. Elfe Kalidia 534 badet gerne nackt im Mondbrunnen. Bindestrichvergessung bei Computerspieltiteln. Wie deutschfest sind sie? Der große Test auf Seite 4. Das ist nicht schlecht. Ach ja. Das Rohr scheint durchs ganze Schiff zu führen. Ich weiß nicht, was seine Aufgabe ist. Doch es sieht aus, als sei es leer. Wobei, er hat ja gerade... Nee, es passt irgendwie nicht zusammen. Da ist eine Öffnung im Rohr. Direkt beim Kristall. Munkus würde es vielleicht nicht bemerken, wenn man den Kristall durch das Rohr verschwinden lassen würde. Ja. Nur leider ist das Rohr viel zu klein für einen erwachsenen Mann. Also Munkus ist eindeutig nicht die hellste Leuchte im Kronleuchter, denn wer stellt schon einen so wichtigen Gegenstand einfach auf eine Öffnung von einem Rohr? Ich meine, wie blöd kann man... Na, ist auch egal. Das Rohr scheint durchs ganze... Ich weiß nicht, was seine Aufgabe ist. Oh, das hatten wir alles schon. Normale Menschen würden das als grauenerregende, pompöse Marschmusik bezeichnen. Für Munkus scheint es easy listening zu sein. Ja, klar. Die Musik kommt aus diesem Kasten da. Benny-O-Mat 2009 TM steht drauf. Hexenwerk. Oh. Der Kristall ist unbeschreiblich. Das Schönste und Wertvollste, was ich jemals gesehen habe. Irgendwie muss ich an den Kristall herankommen, ohne dass Munkus mich bemerkt. Und dann sollte ich so schnell wie möglich von hier verschwinden. Wie schaffen Wenn wir das? Wenn ich mit dem Kristall im Süden bin, können mir kein Munkus und keine Masas mehr etwas anhaben. Ja. Ich kaufe mir eine Armee von Trollleibwächtern und ziehe in die Burg mit den dicksten Mauern. Und dann kann ich endlich meine Freiheit genießen. Klar, du sperrst dich in einer Burg ein, weil du Angst hast, überfallen zu werden. Das nennt man dann Freiheit. Willst du nicht lieber am Strand liegen mit ein paar Cocktails und schönen, hübschen Frauen? Brasilianerinnen. Was war alles hier? So nah war ich der dicken Kröte noch nie. Wann immer es ging, habe ich den Raum verlassen, wenn er reinkam. Ein Kumpel von mir hat ihn einmal aus Versehen angerempelt. Armer... Dings, wie immer er hieß. Ja, unnötiger Statist. Keine Ahnung, braucht man nicht kennen. Es war kein richtiger Kumpel, mehr ein Bekannter. Ja. Und es war auch kein Rempler, mehr eine Kneipenschlägerei. Aber der Dicke ist übel, das will ich damit sagen. Ja. Ich mache jedes Mal 3 Kreuze, wenn ich ein Gespräch mit ihm überstanden habe, ohne mich zu verplappern. Ich spreche nur mit ihm, wenn es nicht anders geht. Gut, sprechen muss ich mit ihm gerade nicht. Ansonsten haben wir hier auch gerade nichts zu erledigen. Ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich eine Zeitung. Toll, was soll ich denn jetzt mit einer Zeitung? Dazu noch mit der Bildzeitung. Soll ich damit jetzt, weiß ich nicht, toll, mich schämen, sowas zu lesen? Oder in Grund und Boden schämen? Soll ich damit jetzt vielleicht irgendwie Klatschthemen ansprechen können, weil ich sie jetzt lesen kann? Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir jetzt ja mit der Wache reden. Was weiß ich denn schon?
Wenn ich den Kristall stehlen will, müsste ich mich am besten überall im U-Boot frei bewegen können. Auch im Maschinenraum. Auch wenn es mir widerstrebt. Vielleicht gehe ich doch noch zur Armee. Ach, wir sollen anheuern! Hier, ich habe die Stellenausschreibung in der Bild-Zeitung gelesen. Ach Mann, reden wir mal mit der schwarzen Wache. Ja, hallo, ich... Warum begrüßen Sie sich selber? Ich habe nicht. Sie haben Hallo, ich gesagt. Kann es sein, dass Ihnen die Kälte nicht bekommt? Man muss sich beschäftigen, wenn man die Zeit rumkriegen will. Ja, man muss schon humorvoll sein, um diesen Job durchzustehen. Ich möchte auch so ein cooler, so eine coole Rüstung haben. Das turnt mich voll an. Sag mal, könnte ich vielleicht bei euch anheuern? Tut mir leid, wir sind komplett. Das glaube ich nicht. Die Wache dort drüben hat sich verdrückt. Dieser Lump! Naja, wird schon wiederkommen. Sie kommen alle wieder. Wieso das? Der Chef hat fliegende Affen, die erfahrenen Flüchtigen hinterher schickt. Wenn diese Affen dich finden, ist es... Ja, lassen wir das. Ich sag nur, Bananen, Grammatikbuch und gelbe Gummibäume. Du weißt, was ich meine. Nicht die Bohne. Was ist nun mit dem Job? Wir werden ihn ausschreiben. Okay, fliegende Affen, das kommt einem sehr bekannt vor, Freunde der Sonne. Ich möchte nicht sagen, woher das kommt, vielleicht wisst ihr das ja selber. Hallo, ich will immer noch den Job hier haben, ne? Hartz IV ist voll unlukrativ. Wieso willst du den Job ausschreiben? Ich bin hier und ich will den Job. Das mag ja sein, aber wer sagt mir, dass du der qualifizierteste Bewerber bist? Hier ist sonst niemand. Woher sollten Interessenten auch vom Jobangebot wissen? Moment, das haben wir gleich. Ein Hoch auf die Bürokratie, würde ich fast sagen. Wir müssen also erstmal uns anhand einer... ist auch scheißegal, Bürokratie ist halt so. Man sollte da auch gar nicht so sehr meckern, das ist nicht immer verkehrt. Ich meine, siehe Griechenland, was die zu wenig haben... Und was wir zu viel haben, da ist manchmal so ein bisschen deutsche Gründlichkeit gar nicht so verkehrt, dann wären sie vielleicht gar nicht so sehr in diese Misere hineingerutscht, wenn da mal ein bisschen jemand den Daumen drauf gedrückt hätte. Aber anderes Thema, da wollen wir jetzt gar nicht uns drüber unterhalten. Wir werden uns natürlich diesem System hier beugen. Wir sind kein Punk, der sich dem System widersetzen will. Wir sind Leute, die mit dem Schwarm schwimmen. Steht denn da jetzt Tolles? Die Schattenarmee gibt bekannt... Sofort werden folgende Stellen ausgeschrieben. Einmal schwarze Wache, männlich. Boah, wie diskriminierend, ey. Das würde sich heutzutage gar nicht mehr jemand trauen, einfach nur Stellenausschreibungen nur für Männer auszustellen. Das darf man gar nicht mehr, das ist verboten. Emanzipation etc. pp. Gleichberechtigung und so, ne? Da gibt's, glaube ich, auch irgendwelche Gesetze in die Richtung oder irgendwelche Bestimmungen. Ich sollte mich beeilen. Bei einer solch mitreißenden Stellenbeschreibung werden die Bewerber Schlange stellen. Ja, ich sehe auch schon die Flöhe, die diesen Job annehmen wollen. Schatten ab sofort. Okay, das hatten wir schon. Dann reden wir mal mit ihm. Tja, ich hab's jetzt gelesen, zur Kenntnis genommen. Hi. Hm? Ja, also ich hab da gerade die Ausschreibung gesehen. Das ist total überraschend, dass sie jetzt einen Job suchen. Eine Arbeit vergeben, meine ich natürlich. Wegen der Stellenausschreibung. Um welche Stelle bewerben Sie sich? Ich bewerbe mich um die einzige Stelle, die zurzeit ausgeschrieben wird. Sehr schön. Ziehen Sie bitte eine Nummer. Oh Gott. Eine... Ups, mein Fehler. Was? Was? Dramatische Pause oder was war das eben? Aber... Ziehen Sie bitte eine Nummer und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Aber... Wurden Sie schon aufgerufen? Warte mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob jetzt normalerweise Musik eigentlich da sein sollte, aber das ist gar keine Musik mehr, das ist mir auch egal jetzt. Betrachte den Nummernspender. Na, wenigstens kein Samenspender. Karlauer. Flachwitz, Füße hoch. Nee, dann holen wir uns mal eine Nummer. Oh Gott, jetzt wird das aber richtig jetzt... Es lebe die Bürokratie. Ja. Weit weg. Auf einer einsamen Insel. Ja, sonst wird hier auch alles drunter und drüber gehen, Nate. Glaub mir. Es ist die Nummer 1. Glück muss man haben. Ja, was ein Wunder. Wenn das nämlich eine fortlaufende Nummer ist, dann ist es ganz logisch, dass wir die Nummer 1 ziehen, ne? So, jetzt aber. Hi. Hm? Hi, Süßer. Ich habe die Nummer 1 gezogen. Das ist schön. Wurden Sie schon aufgerufen? Nein, aber... Warten Sie bitte, bis Ihre Nummer aufgerufen wurde. Mir reicht's. Wegtreten. Da bist du bescheuert? Nummer 1! Die Nummer 1, bitte! Hi! Ja. Hm? Hallo?
Ich bin Nummer 1. Nummer 1, hier, das bin ich. Ah, sehr gut. Sind Sie wegen der Stellenausschreibung hier? Oh. Schön. Dann wollen wir mal schauen, ob Sie ein geeigneter Kandidat sind. Ich stelle Ihnen nun einige Fragen, die Sie mir wahrheitsgemäß beantworten müssen. Oha. Dieser Eignungstest ist entscheidend für Ihre zukünftige Karriere. Und wenn ich durchfalle? Sie können es gerne mehrfach versuchen. Wir hier bei der Schattenarmee glauben an die zweite Chance. Zumindest bis Sie einmal eingetreten sind. Ja, los jetzt, stell die Fragen. Mach keine dramatischen Pausen. Dann wollen wir mal. Okay. Stellen Sie sich vor, Ihre Familie wird von einem Wahnsinnigen mit einer Breitaxt bedroht. Sie haben eine Flinte in der Hand. Was tun Sie? Was? Ich erschieße den Wahnsinnigen, ich lasse ihn meine Mutter und dann erschieße ich ihn? Ja, klar. Ich nutze die Gelegenheit und lasse meine Schwiegermutter von ihm umbringen. Dann erschieße ich ihn und bin der Held des Tages. Sehr clever. Gefällt mir. Oh Gott. Ein Goblin hat eine nicht unerhebliche Menge Schwarzpulver in einer Menschenstadt versteckt. Er wurde von der Stadtwache gefangen genommen und Sie leiten das Verhör. Was tun Sie? Oh, das ist schon schwieriger. Ich befreie und töte mit ihm die Stadtwache und verlasse so schnell wie möglich die Stadt. Das ist super. Ich behaupte, ich wüsste, wo das, Na, das ist doch viel besser hier. Das ist doch gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ich gehe zu den Stadtwachen und sage ihnen, dass ich das Versteck kennen würde. Wieso das? Ich lasse mich für die Information fürstlich belohnen. Dann gebe ich ihnen eine falsche Position und befreie den Goblin, während alle nach der Bombe suchen. Und mit dem Gold finanzierst du den nächsten Anschlag. Famos! Du wirst es bei uns weit bringen. Ja, ja. Sie beobachten, wie ein Kleinkind zufrieden einen Lutscher schlägt. Was tun Sie? Na, klauen. Ich freue mich, dass kleine Kinder sich für einfache Dinge des Lebens begeistern können. Ich lasse das Kind den Lutscher essen. Er wird schon sehen, was es davon hat. Ich stehe den Lutscher und genieße das Geschrei. Ja, unsere böse Seele wird dadurch genährt. Ich nehme dem Kind den Lutscher weg. Das ist so gemein. Gefällt mir. Zählen wir mal zusammen. Sie sind wirklich fies, junger Mann. Sie haben das Zeug dazu, eine gute schwarze Wache zu werden. Danke, Sir. Dann bin ich jetzt also eingestellt? So schnell geht das nicht. Zunächst müssen Sie ein 6-monatiges Betriebspraktikum absolvieren. Unentgeltlich, versteht sich. Ach, klar. Darf ich mich als Praktikant frei im U-Boot bewegen? Natürlich nicht. Du bist nur ein Praktikant. Mist. Was ist dann mein Job? Latrinendienst zum Beispiel. Und Kaffee kochen im Maschinenraum. Na, wenn das so ist, nehme ich natürlich an. Willkommen im Team. Wir sind eine große Familie. Und jetzt wegtreten! Ja, naja, wir kommen jetzt in den Maschinenraum. Das ist ja schon mal alles wert. Und sie haben sogar an das Detail gedacht, dass sie die Stellenausschreibung wieder abreißen. Das ist schön. So, dann gehen wir doch mal in den Maschinenraum und werden jetzt mal gucken, ob wir da irgendwas Sinnvolles erledigen können, ne? Jetzt, wo wir da rein können. Jetzt kann sich der kleine perverse Schmutzfink da drin auch nicht mehr beschweren, dass wir da drin herumkriechen. Der soll sich halt einen anderen Ort für seine intimen Momente suchen. Wie wär's zum Beispiel mit einer Toilette oder einer Dampfsauna? Zutritt nur für... Ich bin Crewmitglied. Naja, Praktikant. Ein Praktikant hat im Maschinenraum nichts zu suchen. Ist das dann nicht die Kaffeemaschine? Also gut. Geh noch mal kurz raus. Ich rufe dich dann. Okay. Musst du erstmal fertig abspritzen? Oh Gott. Laudung, kannst reinkommen. Gibt es hier etwa irgendwelche Geheimnisse? Kümmere dich um deinen Kram. Ich habe zu tun. Ja. Gut, er ist leider immer noch da, er ist immer noch nicht weg, aber wir können uns jetzt hier umsehen. Was haben wir denn da? Was ist denn das da unten? Da komme ich jetzt gar nicht ran. Ach nee, hier, das ist ein Steuerelement oder was? Hey, betrachte den Hebel. Gucken wir mal. Ein Hebel? Keine Ahnung, wofür der gut ist. Ja. Deswegen sollte ich ihn unbedingt mal ausprobieren. Nein. Naja, auf jeden Fall sitzt Munko schon mal im längeren Hebel. Genauso wie Lehrer und andere Autoritätspersonen, denen man lieber nicht widersprechen sollte. Übrigens, dann sendet das Detail. Das ist eine Ente als Rettungsring. Haha, nein. Ja, drück mal. Push the button! Was fällt dir ein, elender Praktikant? Bisschen Respekt, ne? Ich wollte nicht. Du fasst hier nichts an! Verstanden? Entschuldigung. Ja, bleib mal locker! Mullauge.
Entweder sind wir gerade in die Tiefsee abgetaucht oder das Fenster ist dermaßen verschmutzt, dass man nicht mehr raussehen kann. Ich tippe auf Letzteres. Jo, schön. Wir schauen uns mal ein bisschen um und dann werde ich den Part gleich erstmal beenden. Das Rohr scheint durchs ganze Schiff zu führen. Ja, das... Ich weiß nicht, was seine Aufgabe ist. Doch es sieht... Das hatten wir schon. Das ist nämlich das gleiche Rohr, was bei Munkus drin ist. Das könnte uns auf jeden Fall noch nützlich werden. Mein Arbeitsplatz. Ja, den ganzen Tag Kaffee kochen, kann man auch Schöneres vorstellen. Da steht ein dicker Maschinist an meiner Kaffeemaschine. Ich kann so nicht arbeiten. Können wir den irgendwie verjagen? Der Maschinist hat kein sonniges Gemüt, aber wer will ihm das verdenken? Das hier ist mit Sicherheit der schäbigste Job an Bord. Ich frage mich, was er immer versteckt, wenn ich reinkomme. Ich glaube, er hat Geheimnisse vor mir. Oh. Irgendwie muss ich ihn loswerden, wenn ich mich hier wirklich frei bewegen will. Ja. Wenn ich doch nur herausfinden könnte, was er vor mir versteckt, wenn ich reinkomme. Irgendwie muss ich ihn loswerden, wenn ich doch nur... Ja, das müssen wir irgendwie herausfinden. Wie finden wir denn sowas heraus? Naja. Mein Tipp ist, dass es noch eine Weile dauern wird, bis er endlich seinen Kaffee hat. Mir stellt sich nicht gerade geschickt an. Da steht ein dicker... Ich kann... Okay. Ich kann so nicht arbeiten. Ein ziemlich gewaltiges Torpedorohr. Kaliber 3000, schätze ich. Wow. Ein ziemlich gewaltiges... Okay. Freunde der Sonne, ich werde im nächsten Part schauen, wie ich diesen Maschinist hier herausbekomme. Was ich da wahrscheinlich machen muss und was nicht, weiß ich derzeit noch nicht. Aber ich habe da so ein paar Ideen. Ich habe ja immer noch das Reinigungsprinzip. Vielleicht muss ich ja hier die Scheibe sauber machen. Ich weiß zwar nicht, was ich dann erreiche, aber das werden wir dann ja vielleicht sehen. Bis dahin, euer Akkus. Tschüss. Ne? Alles klar? Okay, bitte!